Vor Zehntausenden von Soldaten und Rüstungsarbeitern treffen die Mannschaften des Dresdner Sportclubs und des Luftwaffensportvereins Hamburg im Endspiel um die 5. deutsche Kriegsmeisterschaft zusammen. Hamburg am Adler kenntlich im Angriff. Schuss des Dresdner Schön geht an den Pfosten. Der Nachschuss übers Tor. Im Laufe des Spiels wird Dresden durch besseres technisches Können überlegen und gewinnt klar mit 4:0 Toren. Hamburgs Verteidiger rettet durch Kopfball. Dresden überspielt die Verteidigung. Tor! Vor mehreren tausend Arbeitern aus Frankreich hielt der französische Informationsminister Henriot eine Rede, die in einem Bekenntnis zur Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Frankreich gipfelte. Henriot sagte, dass es im Jahre 1940 unvorstellbar gewesen wäre, die Trikolore an der Seite der deutschen Fahne zu sehen. Vous auriez compris comme moi ce qu'il a de pathétique, d'émouvant et d'invraisemblable. En 1940, vous auriez pensé que c'était possible de voir les trois couleurs à côté du drapeau allemand. Die Gefangenen, von denen man immer wieder spricht, wären längst zu Hause, wenn die verräterischen Generale ihr Wort gehalten hätten. Je n'ai pour remercier aujourd'hui même le chef de la nation allemande, Adolf Hitler, qui a pris la tête de la croisade européenne. Ich bekenne mich, so rief Henriot aus, zu Adolf Hitler, der den Kreuzzug Europas gegen den Bolschewismus führt, in dem heute auch wir stehen. Wenn wir dem neuen Europa dienen, dienen wir auch Frankreich. In diesen Tagen beweisen es die Taten stärker denn je. Der deutsche Soldat ist der beste und kühnste Einzelkämpfer der Welt. Hier erzählt Unteroffizier Abitz, der als vorgeschobener Artilleriebeobachter an der Ostfront eine überragende soldatische Einzelleistung vollbrachte, vor Schülern einer nationalpolitischen Erziehungsanstalt sein Erlebnis. Abitz wurde am gleichen Tage mit dem Eisernen Kreuz erster Klasse und dem Ritterkreuz ausgezeichnet. Das ist seine Tat. Seine Batterie lag im Brückenkopf am Dnieper. Sie hatten gerade die Stellungen eingerichtet, als die Sowjets einen tollen Feuerzauber begannen. Die Beobachtungsstelle befand sich auf einer kleinen Anhöhe, 150 Meter hinter der Hauptkampflinie. In Breite von 500 Metern, so erzählt Apitz, durchbrechen die Sowjets unsere Linie und 30 feindliche Panzer überrollen unsere Gräben. Die Panzer werden von unserer Artillerie rechtzeitig erkannt und fast restlos vernichtet. Doch schon kommt eine neue, noch stärkere Welle, überrollt unsere Gräben und hält einige hundert Meter hinter der Hauptkampflinie. Sie drehen jetzt die Türme und schießen von hinten auf unsere Grenadiere. Inzwischen ist der Gefechtslärm wieder verstummt. Ungefähr 50 Meter von mir entfernt steigt plötzlich ein Tankist aus seinem Panzer und geht zu seinem Nachbarn, eine Zigarette zu rauchen. Das wird mir denn doch zu dumm. Ich habe schon immer mit dem Gewehr gern und gut geschossen und so wagte ich es. Der eine Sowjet, noch halb im Panzer stehend, kippt sofort um.
Und ehe der andere sich's versieht, hat auch er seinen Fangschuss. Dem Fahrer dieses Panzers muss es wohl unheimlich geworden sein. Er macht sich aus dem Staube. Nach mehreren Versuchen gelingt es mir, mit primitiven Mitteln ein Funkgerät in Verkehr zu bringen. Und bald kommt von meiner Batterie der Spruch, Feuer frei auf lohnende Ziele. So konnten wir weitere anrollende Panzergeschütze, Fahrzeuge und sowjetische Infanterie mit guter Wirkung unter Feuer nehmen. Bis jetzt hatten sie mich noch nicht entdeckt. Als aber die weiter vorgehenden Sowjets plötzlich auf mein Loch lossteuern, gebe ich der Batterie durch Feuer frei auf eigenen Standpunkt. Die glauben wohl nicht richtig gehört zu haben. Als ich aber nochmals dringend Feuer anfordere, rumsen und krachen bald die dicken Brocken unserer 15 cm um mich herum. Es war furchtbar. Ich hatte aber doch im letzten Augenblick erreicht, dass mich die Sowjets zunächst umgingen. In meiner verzweifelten Lage kommt endlich der erlösende Funkspruch. Eigene Panzer im Gegenstoß von Norden. Auf einmal sehe ich, wie die ersten Panzer anrollen. Es gab ein furchtbares Panzergefecht zwischen deutschen Panzern und Russenpanzern. Die Granaten zischten über meinen Kopf hinweg, von rückwärts und vorwärts. Entgegengaben zirpten über meinen Kopf. Jetzt ließ ich das Feuer wieder einstellen, griff zum Karabiner, denn jetzt wurden mir die russischen Infanteristen wieder von hinten gefährlich. Sie stürmten zurück und ich legte an. Jetzt hieß es nun nur noch sicheres Auf und starke Hand, ruhig Blut und fester Stand. Ich legte an und habe nur die Russen, die auf mein Loch von hinten drauf zukamen, umgelegt. Und da ich erreicht, dass die anderen vorbeistießen und ich konnte dann den Funkspruch durchgeben, HKL wieder in eigener Hand. Die Soldaten an der Ostfront nutzen die zurzeit herrschende Ruhe zur wohlverdienten Erholung aus. Hier verabschieden sich zwei Grabenkämpfer, um für einige Tage in ein neu errichtetes Erholungsdorf hinter der Hauptkampflinie zu gehen. In diesem Dorf fehlt es an nichts, was zu einer richtigen Ausspannung beitragen kann. Hier werden Körper und Nerven wieder aufgefrischt. Der Divisionsgeneral unter seinen Männern. Zusätzliche Marketenderwaren werden verteilt. Ein Sportplatz und Sportgeräte stehen zur Verfügung. Dem Vergnügen der Einwohner dient eine Freilichtbühne, auf der diesmal der Reichstheaterzug gastiert. Da raucht der Wald. Ein reichhaltiges Varieté-Programm wird von den Lanzern mit großem Vergnügen aufgenommen. Einer hat sogar das Scherenfernrohr mitgebracht. Von der Italienfront. Die Absicht des Feindes, nach der Besetzung Roms in überraschenden Durchbrüchen und Überholungen die deutschen Divisionen abzuschneiden und zu vernichten, ist vereitelt worden. Die großen Raumgewinne haben den Gegnern ebenso große Verluste gekostet. Der feindliche Vormarsch im Raum nördlich Rom geht unter erbittertem Widerstand unserer Nachhuten immer langsamer vorwärts. Eine Nachhuteinheit im Gefecht mit der Feindspitze. In der glühenden Sommerhitze Italiens stellen diese Kämpfer an unsere Soldaten höchste Anforderungen. Gefangene, die im Aussehen ihren Kampfgenossen aus Sowjetrussland nicht nachstehen. Deutsche Artillerie.
Artillerie legt eine Feuersperre und erleichtert das Absetzen vom Feinde. Die leichte Flak muss gegen die Angriffe von Jagdbombern und Tieffliegern in ständiger Bereitschaft sein. Eine getroffene Feindmaschine fliegt brennend dicht über dem Boden dahin. Verzweifelt sucht der Pilot in dem hügeligen Gelände einen Platz zur Notlandung. Die Invasionsfront. Im angloamerikanischen Hauptquartier, das dieses Bild zeigt, ist man in jüngster Stunde belehrt worden, dass sich hinter dem Atlantikwall und seinen Kämpfern eine gefährliche Kraft verbirgt. Unsere Toten, so sagte ein Engländer, die schon im normannischen Boden ruhen, sind die schweigenden Zeugen für die Tatsache, dass es den Atlantikwall gibt. Die deutschen Soldaten aller Waffen haben sich in den ersten Wochen der Invasion hervorragend geschlagen. Das erste Ritterkreuz der Invasionsfront erhielt Korvettenkapitän Hoffmann, Chef einer Torpedobootflottille. Hier verleiht er den tapferen Männern seiner Boote eiserne Kreuze. Korvettenkapitän Hoffmann, links, begrüßt Korvettenkapitän Rall, der das zweite Ritterkreuz der Invasionsfront erhielt. Immer wieder versuchen die Gegner im Raum der Seinebucht, vor allem an der Ornemündung, durch neue Landungen die ungeheuren Verluste auszugleichen, die unsere Truppen dem Feind im Erdkampf zufügen. Küstenbatterien bekämpfen die anlaufenden Schiffe. Dampfer. Im Bunker einer Küstenbatterie. In Brand geschossen. Strandgut des Krieges in den Dünen. Fast pausenlos greifen die Gegner mit starken Bomber- und Tieffliegerverbänden an, um die Heranführung deutscher Eingreifverbände zu verhindern. Die sich ständig steigernde Härte des Kampfes beweist, dass ihnen dieses Ziel nicht gelungen ist. Ihre Bomben fallen an anderen Stellen. Sie terrorisieren die französische Zivilbevölkerung in furchtbarster Weise und vernichten rücksichtslos Kathedralen, Kirchen und die Zeugen alter europäischer Kultur. Und verängstigt versuchen Tausende von Franzosen, diese Stätten der Vernichtung, in die der Feind ihre Dörfer und Städte verwandelt hat, zu verlassen. In natürlichen Höhlen leben Hunderte von Männern, Frauen, Greisen und Kindern unter erbarmungswürdigen Umständen. An diesen militärischen Zielen aber, diesen Bunkern, richteten angloamerikanische Bomben kaum Schaden an. Sie stehen unerschüttert in einem Feld von Trichtern. Auch dieser Treffer an den Bunkerrand blieb wirkungslos. Infanteristen und Sturmgeschütze treten zur Abwehr eines größeren Feindvorstoßes an, durch den der Landekopf erweitert werden sollte. Leichte Flak greift in den Erdkampf mit ein.
hier brach der Feindangriff blutig zusammen. In Brand geschossener Lastensegler. Lange Reihen von Gefangenen marschieren in die Lager. Viele von ihnen sind froh, so billig davongekommen zu sein. Die tapfersten Kämpfer der SS-Division Hitlerjugend erhalten auf dem Schlachtfeld ihre verdienten Auszeichnungen. Diese Jugend hat ihre erste Feuerprobe für Führer und Vaterland glänzend bestanden. Stoß wird von Infanteristen mit Unterstützung von Artillerie auf Selbstfahrlafette im Feindfeuer vorgetragen. Durchbruchsversuche amerikanischer Panzer brechen im direkten Beschuss unserer schweren Flak zusammen. An allen Frontteilen greifen wirkungsvoll die Werferbatterien mit ein. Der Kampf um Europa nimmt seinen Fortgang.